Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zur nächsten Folge Little Nightmares. Ihr habt absolut gar nichts verpasst. Wir machen genau da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Und ich würde sagen, wir zocken auch direkt weiter, ohne lange Umschweife. So, ich bin mal gespannt, was uns hier noch alles erwartet, denn... Ja, wir laufen erstmal vor der Wand. Denn im letzten Video haben wir ja schon so einiges gesehen. Ich habe ehrlich gesagt auch gar keine Ahnung, wie lange es dauert, dieses Spiel durchzuspielen. Auch da bin ich sehr gespannt. Okay, hier geht's rein. Ah, bei solchen Sachen bin ich mir immer nicht ganz sicher. Erst weiterlaufen oder erst in die Tür? Aber wir gehen erst in die Tür. Wir bleiben mal auf dieser Etage. Das ist schon wieder so ein kleiner Zwerg, die wir ja, glaube ich, retten müssen. Da geht's hoch. Ich nehme an, da müssen wir lang, aber wir schauen uns erstmal um. Den Stuhl werden wir mit Sicherheit auch brauchen. Ah, okay, da ist eine Druckplatte. Da werden wir den Stuhl draufziehen müssen. Nicht das Feuerzeug. Warte, ich bin wieder so lost, ey. Da, festhalten. Tür ist auf. Aber wenn wir mit dem Stuhl die Tür aufkriegen, warum sollten wir dann da nach oben? Wir schauen mal. Vielleicht ist da oben irgendwas, was wir gebrauchen können. Mit diesem Buch hier? Können wir das nehmen? Nee, können wir nicht. Klemmt schon wieder? Auch. Okay, wir versuchen es mal über den Stuhl. Da oben. Seht ihr das nicht wirklich? Toll. Kann sie sich daran langhangeln? Nee, kann sie nicht. Okay, vielleicht ist da oben doch nichts. Ich sehe auch nichts, was da oben sein könnte. Können wir hier Schubladen aufmachen? Nee, können wir nur dran hochklettern. Okay, wir nehmen erstmal den Stuhl und ziehen den dort auf die Platte. So. Im Schatten. Noch ein Stuhl. Okay, im Schatten bleiben ist hier schwer. Berg. Laufen die denn immer weg? Nehmen wir mal an, wir müssen auf den Knopf da drücken. Sehen wir den Schlafraum? Den haben wir vorhin schon mal gesehen. Aber warum sehen wir den jetzt? Was hat es damit auf sich? Hier noch irgendwo eine Druckplatte? Nee, anscheinend nicht. Das ist auch total süß, wie die läuft. Tippel, tippel, tippel. Aber das lässt mir jetzt doch keine Ruhe. Was hat es damit auf sich? Sobald wir uns entfernen, geht das Fenster wieder zu. Blöde Idee, aber können wir da vielleicht reinklettern?
Ah, kann das umschalten. Hey, da ist eine Bodenluke und ein paar von diesen Zwergen. Oh, da sitzt ein Koch in der Speisekammer. Der pennt. Okay. Da müssen wir uns vielleicht nachher dran vorbeischleichen. Da sitzt jemand. Vielleicht die Hausherrin. Eine kindermordende Hexe. Man weiß es nicht. Okay, das war's. Vielleicht tatsächlich nur Teaser auf das, was da noch kommt. Okay, wir gehen erstmal wieder zurück. Bin mir immer noch nicht sicher, ob wir nicht irgendwie nach da oben sollten. Warte mal, wir nehmen mal den Stuhl mit. Können wir den da jetzt noch runterziehen? Ach nee, es geht gar nicht mehr. Doch. Sehr gut. Mit ein bisschen Rangieren kriegen wir das hin. Na komm, dreh das Ding um. Weit weg. Ich möchte eigentlich diese Schublade aufziehen, aber das macht sie gar nicht. Hält sich nicht dran fest. Okay. An der oberen hält sie sich auch nicht fest, also dran klettern kann sie auch nicht. Okay, dann anscheinend nicht. Dann ist das so. Heißt, wir gehen weiter nach oben. Ist es vielleicht auch so, dass diese kleinen Zwerge uns den Weg zeigen? Könnte das möglich sein? Die werden wir mit Sicherheit nicht ohne weiteres aufkriegen, schätze ich. Nee. Oh, eine fiese Kameraperspektive. Ich habe keine Lust, hier irgendwo runterzufallen. Okay, wir gehen weiter nach oben. Okay, die Tür geht nicht auf. Also durchs Fenster. Sieht aus wie ein Badezimmer. Noch mehr Zwerge. Es scheint eine Geheimtür zu sein. Da ist der Schalter. Oder vielleicht auch irgendwo hochklettern? Ah, da liegt ein Schlüssel. Den brauchen wir bestimmt. Die Frage ist, wie kommen wir da hin? Hübsches Bild an der Wand. Und ist wieder so eine Figur. Da müssen wir da bestimmt auch hin. Ja, ich will an diesen Schlüssel. So geht's nicht. Vielleicht mit dem Koffer irgendwas machen? Den können wir auf jeden Fall ziehen. Dann den müssen wir an den Schalter ziehen.
Ah. Ich höre was, das gefällt mir nicht. Jetzt haben wir wenigstens einen Weg nach oben. Nur Bilder von diesen Zwergen an der Wand. Gut. Wir holen uns erstmal die Figur. Nein! Ah, das war zu hoch. Ich hab schon wieder den falschen Knopf gedrückt. Ja. Komm aus deiner Ecke raus. So, nochmal. Koffer hinziehen. Ich bin mal gespannt, wie oft wir insgesamt in diesem Spiel sterben werden. Schon eine sehr dunkle Atmosphäre auf jeden Fall hier in dem Spiel. Zack. Da. Übrigens immer noch davon aus, dass wir diese Dinge einfach kaputt machen müssen. Diese komischen Statuen, Figuren, wie auch immer. Ja, nimm mit. Gibt's den Schlüssel nicht auf? So. Komisch ins Bett geglitscht, der Schlüssel. Aber wo ist das Schlüsselloch? Hat einer ein Schlüsselloch gesehen? Da unten, ist das ein Schlüsselloch? Ach Gott, die Tür geht einfach so auf. Ich werd bekloppt. Und dann werden wir den Schlüssel irgendwo... Aha. Zack. Offen ist das Ding. So sieht's aus. Das Ding macht bestimmt Geräusche. Vielleicht mitnehmen als Ablenkung? Ich weiß es nicht. Kommen wir nicht hoch. Da auch nicht. Achso. Ja, den da oben gegenwerfen, dachte ich jetzt aber. Ah! Je länger wir drücken, desto höher und weiter können wir werfen. Leuchtet irgendwie auch ein, ne? Wir sind im Aufzug. Und brauchen wieder den Affen. Hat ja super geklappt. Na gut. Abwärts. Oh, sehr wackelig auf den Beinen auf jeden Fall. Wir stecken uns erstmal in der Kiste, wer weiß, was kommt.
Anscheinend nichts. Kann man das aufmachen? Nee? Kann man nicht. Oh oh. Ah, wir haben wieder Hunger. Lässt schnell was zu essen besorgen. Will die Ratte essen? So richtig schnell laufen können wir auch nicht mehr. Nicht sterben, nicht sterben. Kindergesang. Boah, ist das creepy, ey. Nicht ein Stück Fleisch, das müssen wir jetzt bestimmt uns einverleiben. Oh, wetten, das ist eine Falle. Oh Mann, ey. Das ist mit Sicherheit eine Falle. Und wo geht die Tür jetzt zu? Na. Ah. Frage, sind wir jetzt tot oder gehört er zum Spiel? Es ist auf jeden Fall der komische Typ, den wir vorhin schon in einem Schlafsaal gesehen haben und auch der Typ, von dem das Bild an der Wand hing. Aha. Lustig. Jawollo. Meister im Ausbrechen. So, können wir das aufmachen? Ich will euch befreien. Das ist auch irgendwie fies, ne? Da sitzt ein anderes kleines Kind drin. Und wir benutzen jetzt einfach den Käfig, um da oben dran zu kommen. Können wir den denn nicht vorher retten? Hallo? Nicht auf. Kann ja wohl nicht wahr sein. Hol das Kind doch da raus, Junge. Hm. Bestimmt auch nicht ewig Zeit. Ich schätze mal, dass der Typ wiederkommt. Loslassen und sofort sprinten. So, wir können uns sogar erst noch in die Richtung katapultieren. Das ist gut. Komm, einmal noch. Yippie. Durch. Hm. Tür geht nicht auf. Boah, können wir wahrscheinlich nicht hochklettern, denke ich. Nein, das funktioniert nicht. Ach, da oben ist was. Ach ja, sicher, natürlich. An dem Gitter hoch. Ja, vermute, dass wir gleich aufpassen müssen, wo wir langlaufen im nächsten Raum. Können wir die Kerze hier anmachen? Boah, da ist eine Guillotine. Boah, das ist so makaber alles, ich schwör's. Vorstellt, was das hier alles so zu bedeuten hat. Ich nehme nämlich mal an, dass da irgendwie gleich ein Raum kommt mit losen Brettern, über die wir drüber springen müssen. Um was wollen wir wetten?
Oh, da ist jemand. Der kleine Kinder. Der kleine Kinder einsam. Liegt die da, oder? Der schnürt die zusammen. Ist blind, ne? Kann das sein, dass er blind ist? Okay. Also, der schnürt die zusammen. Das scheint ein in sich immer wiederholender Prozess zu sein. Bin ich hier irgendwo hoch? Naja, da werden wir nicht weit kommen. Hochstehenden Bretter dürfen wir wahrscheinlich nicht berühren. Witzig. Oh oh. Ei, 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 ei. Komm schon, kletter da hoch. Bitte. Oh, der tastet hier alles ab. Einfach ruhig bleiben. Ich hoffe, einfach ruhig bleiben. Anscheinend tastet er nur über dem Fußboden. Wir müssen da hinten durch. Glück gehabt. Ich hoffe, der kommt. Ah, er kommt uns doch hinterher. Okay, die Kurbel brauchen wir. Oh, geht's nicht noch lauter? Oh, weg, 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 weg. Alter Schwede, mein Herz. Bin zu alt für diese Scheiße. Dass wir gleich noch von einem Schuh erschlagen werden hier. Mann, Mann, Mann. Oh, halt, da, Laterne anzünden. Safe Point. Yippie. Mehr Schuhe, die sich aus irgendeinem Grund bewegen. Scheiße. Das Schullager. Hier ist auch irgendwas drin. Und krass gemacht, ey. Sieht gut aus. Fühlt sich hier durch so ein... Oh, oh. Okay, jetzt habe ich schon keine Lust mehr, da durchzulaufen. Also von Koffer zu Koffer. Am besten erstmal sehr weit springen. Möchte auch gar nicht rausfinden, was das ist, ehrlich gesagt. Oh, da werden wir gleich laufen müssen. Erst zu dem Koffer, dann auf die Kante. Wir können nicht rennen in diesem Schuhhaufen.
du Sack. Wer auch immer du bist, was auch immer du bist. Wir schleichen erstmal. Hängen überall Ratten rum, ey. Widerlich. Oh oh. Das war jetzt doof. Isst der uns jetzt? Boah. Okay. Ich dachte jetzt, er bringt uns wieder ganz zum Anfang zurück. Oder wahrscheinlich hat er uns gegessen. Lauf, 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 lauf. Eieiei, wie ich sowas hasse. Ich hasse es, wenn ich verfolgt werde. Was machen Sachen? Kommt er hier oben ran? Sieht er uns da oben? Oh Mann. Boah, der tastet auch hoch. Das kann nicht wahr sein. Okay, er rennt den hinterher. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, da haben wir wieder einen Affen, den können wir werfen. Okay, müssen wir wieder zurück? In diesem Raum ist kein Schalter, ne? Tür geht nicht auf. Ah. Was ist oben? Oben irgendwas? Kleine Luke da an der Tür vielleicht, aber. Okay, wir nehmen erstmal den Affen an die Seite. So, setzen wir mal da in der Ecke. Wir nur schieben, nicht ziehen. Okay. Das war jetzt mit Sicherheit dumm. Wir hätten bestimmt den Affen mitnehmen müssen. Scheiße. Noch ein Affe? Ist er. Ja, hochklettern können wir hier nicht.
das zu bedeuten? Was macht der? Vielleicht sollten wir den mal einen Moment beobachten. Knackt mit seinem Hals. Lecker. Was machst du da oben, Digga? Oder sucht er mich immer noch? Der dreht hier so seine Runden. Der läuft immer hin und her. Hier geht's hoch. Okay. Okay, okay, okay. Versuchen wir uns mal dran vorbeizuschleichen. Und den Affen sollten wir, denke ich mal, die Finger lassen, weil die locken ihn an. Würde ich jetzt behaupten. Der für Arme, ey. Jetzt tastet er da doch wieder nach oben. Aber ich würde sagen, da müssen wir gleich hochklettern. Müssen aber erst warten, bis er wieder an uns vorbei ist, auf jeden Fall. Und ich glaube, er kommt auch nur bis Oberkante Schublade. Ich denke nicht, dass er ganz hochkommen wird. Er bleibt da stehen. Er geht gar nicht mehr weiter. Er kommt bis Oberkante Schrank auf jeden Fall. Damn. Da war ein knarzendes Brett. Scheiße. Das war jetzt nicht so cool. Na komm, geh. Nur gedacht, du hast was gehört. Sehr gut. Ja, wenigstens müssen wir nicht von ganz so weit vorne wieder anfangen. Der hört alles, ne? Der hört... Kletter. Schieb. Schieb das Ding. Oh. Meine Fresse. Ich gehe hier gleich kaputt. Sehr dunkel.
Mann. Der Typ, der macht mich fertig. Wohin? Was machen? Nee, nee, nee. Ja, bleib auf dem Teppich. Verstecken? Hilft das was? Na, der durchsucht dir alles. Verdammt nochmal. Oh, okay. Die Uhren machen ihn fertig anscheinend. Mag er nicht. Okay, wir sollten warten, bis die Uhren läuten und dann werfen. Hier sind wieder lose Bretter, vorsichtig. Na, das kann nicht wahr sein. Hat er uns wieder gefangen. Eieieiei. Müssen wir da nochmal durch. Nützt nichts. Warten bis zum zweiten Läuten. Hat er wieder gehört. Schieb, schieb. Uiuiuiuiui. Okay. Wir müssen klettern. Sieht auf jeden Fall ganz schwer danach aus. Oh, auch geil, hier schwebt einfach so ein Konzertflügel. Kerze anzünden. Scheint auch ein Speicherpunkt zu sein. Hm? Am besten so schnell wie möglich wieder von dem Klavier runter. Oh. Wir werden diesen Dreckstypen nicht mehr los, ey. Da ist wieder so ein Loch für eine Kurbel. Um an die Kurbel zu kommen, müssen wir mit Sicherheit wieder mit ihm spielen.
macht er? Bleibt er da stehen? Räumt Bücher ein. Und eine Kerze. Nehmen wir mal an, die Bauklötze sollten wir lieber nicht umschmeißen, was wir aber tun werden. Hast du diesen Typen jetzt schon, ey? Sieht er ja nicht, ne? Wenn er blind ist. Hat er das wieder gehört? Nur unten. Leute, es einfach nur aufheben. Hau ab. Nein, 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 nein. Geh weg. Geh weg. Brrr. Ganz leise wegnehmen die Klötze. Nicht an die Spieluhr, auf jeden Fall. Die Tür geht nicht auf. Bitte lauf weiter, bitte lauf weiter. Nein, nein. Scheiße. Bitte greif nicht unter den Tisch. Hau ab. Geh einfach weg. Ach Gott.
Sowas aber auch. Mann, Mann, Mann. Och, jetzt müssen wir den ganzen Kram nochmal machen. Na, allerliebst. Ah. Hier können wir nichts mehr machen. Auf dem Teppich brauchen wir uns auch, glaube ich, gar nicht ducken. Hast du das, wenn ich Sachen, die eh schon tricky sind, nochmal machen muss? Ja, das hat auf jeden Fall schon mal besser geklappt als vorhin. Da, guck dir das an, wie wir hier durchmarschieren, ey. Wahnsinn. Boah, wir müssen den Weg gleich wieder zurück. Hier liegt die Kurbel. Kurbel können wir anscheinend auch nicht klettern. Na klar, da oben steht ein Spieluhr. Wir müssen den jetzt hier reinlocken, damit der die Tür für uns aufmacht. Das heißt, wir legen die Kurbel hier hin. Wieso trillert die jetzt nicht? Wieso? Wieso? Ach Gott. Was soll ich denn damit machen? Hier runterrollen lassen oder was? Doch, schätze mal, das ist so ein Jack in a Box, oder? Dass da was rauskommt, wenn man die dreht. Aber warum dreht er die nicht? Ja, keine Ahnung. Also irgendwie scheint mit diesem Ding hier absolut gar nichts zu passieren. Vielleicht den Fernseher anmachen? Nee. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es ist wieder so, wie ich im letzten Video schon gesagt habe.
Wenn ich es nicht gesehen habe, dann guckt es euch auf jeden Fall nochmal an. Ich verlinke euch das in der Infobox. Die offensichtlichsten Lösungen sind manchmal so nah dran. Warte mal, rennen? Können wir und sollten wir wahrscheinlich. Das ist noch eine Kerze. Schnell anzünden. Gib auf! Aber schnell zurück. Guckt der da jetzt Fernsehen? Ich dachte, der geht jetzt vielleicht hin und macht den aus. Nö, er scheint Fernsehen zu gucken. Oh oh, das hat er jetzt wieder gehört. Na, lauf! Komm schon, komm schon. Boah! Uiuiuiui! Das war mal wieder knapp. Jawohl, wir sind weiter. Meine Fresse. Okay, ich habe da so eine Idee. Oh, am besten nicht da reinziehen, sondern da reinschieben. Sonst macht das Ganze nämlich nicht so viel Sinn. Mal gespannt, was dieser komische Knilch noch für uns bereithält. Bis zu, also an die Klinke. Wer drankommen würden. Ah. Ah. Moment. Ich hoffe mal, dass es reicht, dass wir da rüberkommen. Ja, das gefällt mir schon wieder gar nicht. Ja, easy. Alter, mach doch nicht so was mit mir. Irgendwie habe ich mir gedacht, dass das ein Fehler ist, das so schnell durchzulaufen. Ich hoffe, der kommt nicht von beiden Seiten gleichzeitig mit seinen langen Armen. Oh, doch, tut er. Ah, nimm deine Wichsgriffe weg. Oh. Ich kann nicht mehr. Ich hoffe echt, dass dieser Blödmann... Jetzt. Okay, also rennen. Rennen. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe echt, dass dieser Blödmann jetzt nicht das ganze Spiel über an uns klebt. Oh Mann. Mama. Also, gleich losrennen. Zack. Haben wir wenigstens einen kleinen Vorsprung.
und dann da durchrutschen. Und wohin jetzt? Ich kann mich an dieser Luke nicht festhalten. Verdammt nochmal. Wo soll ich hin? Ich muss doch bestimmt an diese Luke ran da. Dieser Käfig. Ach Gott. Shit. Dieser Käfig, der da die Tür versperrt, der müsste weg, damit er ordentlich eins rübergebraten kriegt. Aber dazu müssen wir erstmal an ihn rankommen. Jetzt vielleicht. Okay, okay. Wir sind auf dem richtigen Weg, aber es reicht noch nicht. Es reicht nicht. Nein, 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 nein. Oh ja, ja. Wie geil, wir haben ihm die Arme abgeschnitten. Der lebt ja noch. Weg, 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 weg. Aber die Arme sind ab. Ich hoffe, das bringt uns weiter. Also, für einen Moment erstmal schon, aber ich hoffe, seine Arme bleiben auch ab. Wisst ihr, was ich meine? Nicht, dass sie aus irgendwelchen wundersamen Gründen wieder nachwachsen. Das wäre scheiße. Errungenschaft freigeschaltet. Das Versteck. Okay, ich glaube, das ist das Ende des Kapitels. Sieht ganz danach aus, als wenn das Ende des Kapitels wäre. Okay, liebe Leute, das Video ist wieder lang genug. Länger als das letzte, glaube ich sogar. Wobei ich sehr wahrscheinlich ein, zwei Sachen rausgeschnitten habe, wenn ihr das hier seht. Weil ich kann euch sagen, die Nummer mit dem Fernseher hat ziemlich lange gedauert. Ich verheimliche das auch nicht vor euch, wenn ich irgendwas schneide. Also die Nummer mit dem Fernseher hat ziemlich lange gedauert, bis ich darauf gekommen bin letztendlich. Und die Nummer in dem Raum gerade eben, wo wir ihm die Arme abgetrennt haben, die hat auch noch eine ganze Weile gedauert. Gut, alles klar. Bis hierhin soll es das erstmal gewesen sein. Wir machen hier einen Cut. Es geht in der nächsten Folge dann weiter mit Little Nightmares. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne eine positive Bewertung für das Video da. Wie immer natürlich. Und falls ihr meinen Kanal bislang noch nicht abonniert habt, solltet ihr das auf jeden Fall schnellstmöglich kostenfrei erledigen. Bis dahin bin ich erstmal raus und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Euer Fatso.